Flashbang, Frag Grenade, Smoke Grenade. Okay, Flashbang würde sie also wahrscheinlich stunnen. Sollten wir gleich benutzen. Okay, du da hinten. In der Runde. Nicht rauskommen, nicht rauskommen, nicht rauskommen. Ich will nicht noch einen Soldaten verlieren. Okay, du öffnen. Granate. Dahin. Oh, nicht abbrechen. So, Granate. Dahin. Suppressed. Aber nicht gestunt. Okay, mach mal Platz. Du schieß auf 24%, das ist doch albern. Na gut, du schießt auf den. Du kannst nicht auf die schießen. Kannst jetzt auf den schießen. Aber auch nicht wirklich 0% Trefferchance. Du den da verarzten. Du den verarzten. Bisschen was fehlt noch. Du den. Und nochmal. So. Der ist jetzt einigermaßen verarztet. Du. Du machst Burst-Modus. Guckst in die Richtung. Du wechselst deine Waffe. Hast jetzt noch 27. Könntest also noch einmal snappen. Kannst aber nicht schießen. Okay. Du hast noch gut Punkte über. Wir brauchen 40 für einen Burst. Also stell dich mal dahin. Und Burst mal. Oh, das war irgendein teures Alien-Equipment. Du. Du. Dahin. Non. Also im Zielen ist echt noch so eine Sache. 2-3% Trefferchance. Das höchste, was wir bisher gesehen haben, war 16%. Und das, wenn man auf normal geschossen hat. Also wir müssen fast in den Nahkampf gehen. Und können nicht sehen, wie unsere Leute zerschossen werden. Komm schon. So, blutet irgendjemand? Nö, einer ist einfach so tot. Warum kann ich nicht schießen? Nein, sie hat keine Bewegungspunkte mehr über. So. Du schieß auf. 42, 42. Schieß auf den. Kannst du nicht? Warum kannst du nicht? Kannst du so? Ja. Jetzt erschießen systematisch deren ganze Ausrüstung. Ah, 37%. Sehr schön. Kann ich aber nicht annehmen, weil er nicht so viele Bewegungspunkte hat. Umdrehen. Granate. Braucht 32 TU, eine Granate zu schmeißen. Mist. Es sieht echt nicht gut aus. Du hast auch nur 28. Das wird den da hinten auch noch erwischen. Und braucht 34 TU. Wir kriegen es nicht hin, einmal ordentlich zu schießen. Und der da ist tot. Der Rest ist auch bald tot. Es. Ja. Intern. Die Mission wird ein Desaster. Kasche, kasche, kasche. Ah, immer noch derselbe Tote. Also, wer öffnet jetzt die Tür? Die Scharfschützin, weil sie eh nicht so viel Bewegungspunkte hat, dass sie schießen könnte. Weil sie komischerweise keine Bewegungspunkte regeneriert hat. Was echt komisch ist. Aber ja, Tür auf. Du siehst nichts. Hast auch keine Bewegungspunkte regeneriert. Du könntest auch nicht mehr schießen, wenn du wollen würdest. Warum kriege ich keine Bewegungspunkte zurück? Das finde ich sehr, sehr komisch. Oder ich kriege viel zu wenig zurück.
Okay, gehen wir alle auf Reaction Fire. Du. Stell dich mal da hin. Ah, du siehst was. Okay. Komm schon. Suppressed. Du kannst nicht schießen. Du hast 19 Bewegungspunkte, wenn du dich da hinstellst. Du. 22, 31, 31. Nö. Können nichts machen. Das wäre jetzt echt ein K.O.-Kriterium. So ein Bug. Dass man einfach schlichtweg keine Bewegungspunkte regeneriert. Warum auch immer jetzt gerade. Ansonsten sieht das Spiel echt gut aus soweit. So, nächster Down. Du hast endlich volle TU. Du nicht. Du bist nicht angeschlagen. Du hast dich fast nicht bewegt. Tür öffnen. Du gehst scouten. Da sind die Aliens. Gut gemacht. Jetzt geh wieder weg. Du schießt auf. Warum ist dann gelber Punkt mit 10%? Stell dich mal dahin. Beide sind suppressed. Was keinen Unterschied macht. Sie kann nicht schießen, weil sie nicht genug TU hat. Sie auch nicht. Er auch nicht. Ich mach das hier mal aus. Vielleicht ist das hier irgendwie verbuggt. Was haben die alle nicht? Ende des Zuges. Auf uns wird wieder geschossen. Die Aliens haben anscheinend nicht das Problem mit den Bewegungspunkten. Piu, piu, piu. Komm schon. Was mir auch ein bisschen irritiert ist, selbst wenn die fertig sind mit dem Schießen und allem, dass es noch so lange dauert. Heavy blooded. Mhm. Du machst auf. Ja, nee. So wird das einfach nichts. Wir können einmal schießen mit einem von 5 oder 6 Charakteren. Das macht absolut null Sinn. Also ja, es ist auch teilweise bedingt durch unsere Waffenwahl. Ups, durch unsere Waffenwahl. Weil wir halt schwere Waffen benutzen, die mehr Bewegungspunkte brauchen. Oder halt Scharfschützengewehre, die mehr Bewegungspunkte brauchen. Aber trotzdem müssten die sich regenerieren. Ich laufe jetzt einfach mal mit allen weg. 1, 3, 4, 5, 6. None. So. End turn. Dann müssten die rauskommen. Und dann mache ich gleich eine Runde einfach gar nichts. Also ich drehe alle Charaktere einmal um, bis sie schießen können. Falls jemand rauskommt und sonst mache ich gar nichts. Beta blutet. Okay, vielleicht verwunde. Und siehe da. Wir haben also Bewegungspunkte wieder bekommen. Oh, okay. Das ist also ein Feature und kein Bug. Das heißt, wenn wir Gegner sehen, regenerieren wir nicht so viele Bewegungspunkte. Warum auch immer. Aber okay, damit kann ich arbeiten. Warum kann ich ihn jetzt nicht verarzten? Du blutest stark. Du, Backpack, benutzen. Will er nicht. Na gut, du dreh dich um. Du dahin dreh dich um. Du dahin dreh dich um. Alle ziehen auf den Eingang. Ende der Runde. Dann probieren wir nächste Runde das Bandagieren nochmal und hoffen einfach, dass die Aliens rauskommen und wir sie dann niederschießen. Jo, 2 Schaden, der ist gleich hinüber. Du, heilen ihn. 11 TU. Wir haben ganz viel TU. Macht er aber nicht, warum nicht? Geh mal dahin, vielleicht geht's nur von der Seite. Nö, macht er nicht. Ist das jetzt ein Bug oder ist das auch ein Feature? Du, da, bandagier ihn. Nö. Also ich kann mit der rechten Maustaste auswählen, wie viel ich ihn heilen will. Wie viele Heilpunkte es das bringt und wie viel TU das kostet. Aber nichts davon funktioniert. Ja, okay.
Also, das finde ich jetzt soweit nicht so toll. Also, was mich bisher stört, dass dieser Hidden Movement Balken da ist, wenn man eigentlich selber gerade schießen möchte. Dass es mit dem Bandagieren nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und das mit den TUs habe ich noch nicht ganz verstanden, warum die sich manchmal regenerieren und manchmal nicht. Weil eben gerade wurden wir einfach von den Aliens zerschossen und konnten nichts dagegen machen. Wir konnten nicht zurückschießen. Also das scheint wohl ein Feature zu sein, aber ich weiß nicht, von was das ein Feature ist. Oder was das genau bringen soll. So, du machst die Tür auf. Du gehst einen Schritt rein. Du bist angeschossen. Ah, okay. Und er hat seinen Kumpel erschossen. Yay. So, du. Burst, brauchst 40. Geh mal da rein, dass du ein bisschen mehr Platz hast. So, nichts im Weg. Ah, es war Einzelschuss. Okay, nochmal. Sehr schön. Ja, okay. Also das mit den Trefferpunkten, der Quatsch mit den Zielprozentchancen macht wohl doch mehr Sinn, als ich anfänglich gedacht hatte. Man muss wirklich darauf achten, dass der Gegner nicht in Deckung ist, dass man ihn also flankiert. Man muss darauf achten, was alles im Weg ist und so weiter. Und dann klappt das auch, wie man gerade gesehen hat. Und anscheinend muss man den Gegner wirklich anstürmen. Wenn man zu nah dran ist, regeneriert man wohl nicht genug TU. Vielleicht stressbedingt, vielleicht was anderem. Oder Bugs zum Beispiel. Und der klappt das halt nicht. Oh ja, wir haben die Mission geschafft. Wir haben drei Aliens umgebracht. Ein Zivilist hat überlebt. Ein Zivilist ist tot. Und drei von unseren Leuten sind tot. Rating ist durchschnittlich plus 13. Wir haben einen Light Scout Data Core, Alien Alloys, eine Nicht-Combatant-Leiche. Und eine Plasmapistole. Leichen wurden zerstört. Warum? Also brauchen sie nur eine von den Leichen? Oder steht hier, wie viel es wert ist? Also wenn wir die Pistolen verkaufen würden, wären das 10.000. Wenn wir die, also die Clips verkaufen, wären 10.000. Pistolen verkaufen, wären 40.000. Und Leichen kann man nicht verkaufen. Oder sowas in der Richtung. Nee. Hier steht Total Sales, 50.000. Huh. Also wurde ein Teil in die Forschung geschickt und der Rest wird einfach vertickt? Okay. Na gut, Soldier Development. Sie hier hat ein TUS dazu bekommen. Er hier Zielsicherheit, Reflexen und TUS. Stärke, Zielsicherheit, TUS. Stärke, ACC, was auch immer das ist. Reflexe, HP und TUS. Und Beförderung. Sind beide aber auch angeschlagen. Für eine ganze Weile. Okay. Weiter. Research completed. Also diese Preliminary Reports sind fertig. Jetzt können wir Pistole oder Alloys entforschen. Sieht nicht aus, wenn es fertig wäre. Na gut, wir hätten gerne Alien Alloys. Weil ich der Meinung bin, dass man da bestimmt Rüstung erforschen kann. Starten. Ja. Und zwei bitte schon mal dabei. Scientist unassigned. So. Okay. Und wir haben 450.000 Dollar. Dafür haben wir nur noch drei Leute in unserem Charlie 1. Das sollten wir ändern. Wir brauchen neue Soldaten. Und die kosten Gott sei Dank nicht ganz so viel wie die Forscher. Kosten 10.000 pro. Das heißt, wir haben gerade drei verloren, was 30.000 kostet. Wir haben 50.000 gemacht. Das heißt, die Rechnung geht sozusagen auf. Auch wenn es ein bisschen makaber klingt. Aber ja, ich hole mir gleich ein paar neue, damit wir ein bisschen auf Vorrat haben. Anheuern. So, acht Charaktere auswählen. Und oh, sehr schön. Wir können uns aussuchen, welchen wir nehmen wollen von den Stats her. Das finde ich sehr gut. Und es gibt wohl nur einen begrenzten Pool an Soldaten, die man anheuern kann. TUS sind sehr wichtig. Kann man danach sortieren? Nee, leider nicht. Das wäre noch ein schönes Feature. Wenn man hier draufklicken könnte und dann sortiert man danach, wer am höchsten ist. Und dann kann man sich den gleich schnappen. Zum Beispiel hier, Accuracy hätte ich ganz gern den mit 60. Was war das jetzt?
Ich bin verwirrt. Ach so, man kann immer nur einen auswählen. Dann nochmal drücken, nochmal einen auswählen, nochmal drücken. Okay. Oder ich mache was falsch, was natürlich auch sein könnte. Aber gut, ich mache das jetzt so lange, bis ich erstmal meine 15 Leute zusammen habe. Accuracy 60. Sind es bei 12, okay. Accuracy 60. 13. Accuracy 58 ist auch okay. 14. 57 ist das höchste. Okay. So, wir haben jetzt 7 Leute und 8 Leute kommen bald hier an. Bald wird dann wohl ein paar Tagen sein. Ich lasse mal ganz kurz weiterlaufen. So, das Wrack ist auch weg. Das kann man nicht irgendwie abholen. Es gibt einen anderen Klon von XCOM. Da bleiben die UFOs da auch liegen und man kann sie dann abholen und in der Basis erforschen. Was ich ein ganz cooles Feature finde. Aber ja, das geht hier wohl nicht. Aber na gut. Das soll es von meiner Seite erstmal gewesen sein für den ersten Eindruck. Das müssten jetzt 4 Folgen gewesen sein. Und müsste euch so das Gröbste zeigen, was im Spiel momentan vorhanden ist. Also ja, es wird wahrscheinlich noch jede Menge mehr dazu kommen mit Forschung und so weiter. Und ich werde auch eventuell weiterspielen. Aber wie gesagt, für ein erstes Let's Test war es das erstmal. Und wir sehen uns demnächst hier weiter oder bei meinen anderen Projekten. Also bye bye.